Am 29. März 1929 wurde Christa Wolf in Landsberg in heutigen Polen geboren. 1945 flüchtete sie mit ihrer Familie nach Mecklenburg, nach Schwerin, bevor sie 1949 ihr Abitur abschloss. Im selben Jahr tritt sie mit dem Alter von 20 Jahren der SED bei. Sie will Lehrerin werden und zur sozialistischen Bildung des Menschen beitragen. Der Effekt der Desillusionierung des Sozialismus setzt nach dem Arbeiteraufstand in Leipzig 1953, spätestens 1956 ein, als Khrushchev mit dem Stalinismus abrechnet. Genau wie viele andere Intellektuelle ihrer zu der Zeit konnte sie sich von nun an nicht mehr mit der DDR identifizieren, nachdem mehrere Verbrechen gegen die Menschlichkeit ans Licht kamen. Nichtsdestotrotz arbeitete sie von 1959 bis 1962 als inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi und spionierte andere Leute aus. Allerdings tat sie diese Arbeit sehr gemächlich und gab Informationen nur sehr zögerlich weiter, sodass ihre Arbeit als IM schnell eingestellt wurde. Bis 1989 wurden sie und ihr Mann von der Stasi observiert. Ihre Arbeit als IM ist bis heute jedoch ein Fleck, der sichtbar ihren Ruhm verhässlicht. Ab 1965 wird Christa Wolfs Haltung generell immer mehr und mehr kritisch. Beim diesjährigen Plenum der SED hält sie eine Rede, welche der DDR restriktiven Kulturpolitik vorwirft. Hieraus entstand ein sehr schwieriges Verhältnis zwischen Wolf und den Machtpositionen der DDR. Auch ihr 1968 erschienenes Werk Nachdenken über Christa T. trägt zu einem verschlechterten Verhältnis bei, da er gegen das Kollektiv und den Sozialismus gerichtet ist. Der Text erhält außerdem Kritik von Kollegen. Als 1976 der ebenfalls systemkritische Sänger und Schriftsteller Wolf Biermann ausgebürgert wurde, nahm Christa Wolf, wie viele andere Schriftsteller ihrer Zeit, bei einem Protestschreiben bei. Obwohl es 1977 zu einem Ausschluss aus dem Vorstand für Berliner Schriftsteller führt, wird Wolf 10 Jahre später mit dem Nationalpreis Erste Klasse für herausragende künstlerische Leistungen ausgezeichnet. Kurz vor Ende der DDR tritt Christa Wolf aus der SED aus. Die 1979 geschriebene, aber erst 1990 veröffentlichte Erzählung Was bleibt führte nicht nur zum Literaturstreit, sondern resultierte auch mit der Diffamierung Christa Wolfs. Das Werk schildert die Ausspionierung und Beobachtung einer Schriftstellerin durch die Stasi. Da es starke Parallelen zwischen der Hauptfigur des Romans und Christa Wolf gibt, wurden diese oftmals gleichgesetzt. Somit wurde dieses ebenfalls autobiografisch geprägte Werk missverstanden und so interpretiert, als wolle sich Wolf selber als Opfer des sozialistischen Systems darstellen, obwohl sie einst gefeierte DDR-Autorin war. Die Kritik und Diffamierung verstärkte sich nun, als 1993 rauskam, dass sie als inoffizielle Mitarbeiterin bei der Stasi arbeitete. Trotz Aktenbelegung und Beweisen, dass Christa Wolf 20 Jahre von der Stasi observiert wurde, wird sie noch jahrelang unsachlich und parteiisch beleidigt und kritisiert, welches als Auslöser für die Arbeit an Medea-Stimmen interpretiert werden kann. Ende 1990 fing Christa Wolf an, sich mit dem Medea-Mythos zu beschäftigen. Nach Cassandra war dies nicht der erste griechische Mythos, mit dem sie sich beschäftigt hatte. Sie knüpft zufällig Kontakt mit der Medea-Expertin Margot Schmidt. Sie erhält Material von ihr, um zu belegen, dass Medea keine Kindermörderin ist. 1992 erhält sie ein Stipendium aus Santa Monica, wo sie ihre Arbeit intensivieren kann. Wolf kommt zur Erkenntnis, dass der Ursprungsmythos original in einer matriarchalen Gesellschaft verankert ist und erst durch spätere patriarchalisch geprägte Bearbeitung einen Sinn von männlichem Chauvinismus übernimmt. Durch die Aussagen der verschiedenen Stimmen soll ein neues Bild von Medea bezeichnet werden. Wolf wollte einen Roman verfassen, der ihre persönlichen politischen Erfahrungen mit dem Roman kombiniert. Beim Versuch, den Roman so sachlich und objektiv wie möglich zu schreiben, wäre man in der ersten Person bleibt, gestaltet sie einen Entwurf des Romans, der öfters mit Kommentaren Wolfs unterbrochen wird. Allerdings wird dieser als zu belehrend kritisiert. Daraus entsteht das Konzept der verschiedenen Stimmen, welches Wolf hilft, verschiedene Perspektiven in den Roman einzubauen. Durch differenzierte sprachliche Mittel versucht sie, die Charaktere zu unterscheiden. Wolf kann den Mythos als Leinwand verwenden, um ihre persönlichen Erfahrungen aus der Gegenwart auf die Figuren im Mythos zu projizieren. Der Roman entreißt uns vom Alltag und zwingt uns zur gründlichen Auseinandersetzung mit den grundlegenden menschlichen Fragen, welches nach Christa Wolf
das Wesen alles Erzählens ist. Medea, Stimmen erscheint 1996 als Buch. 6 Jahre nach dem Literaturstreit über die DDR-Literatur und Literaten. Die ungerechte Behandlung der Medea in Korinth kann als Reflexion Wolfs interpretiert werden, die ihre Erfahrung nachzeichnet, welche sie gemacht hatte, als sie ihre Tätigkeit als inoffizielle Mitarbeiterin für die Stasi bekannt machte. Der Roman ist ebenfalls eine Auseinandersetzung mit dem Scheitern des Wahns vom Sozialismus in der DDR. Obwohl Medea einst als kluge, selbstbewusste und schöne Heilerin und Zauberin bekannt war, wurde nach der von Euripides verfassten Tragödie über Medea ihr der Mord ihres Bruders und ihren Söhnen vorgeworfen. Diese Verfassung von Euripides bestimmte für tausende von Jahren das Bild der Medea. Medea wird in Medea, Stimmen, allerdings von ihren Anschuldigungen befreit, da die verschiedenen Stimmen als Zeugenaussagen dienen, die darauf hinweisen, dass Medea nicht nur unschuldig ist, sondern sogar ein Opfer der Gesellschaft ist. Wolf sagte, dass die Verfassung ihrer Version nicht nur zur chronologischen Ordnung dienen soll, sondern auch zeitlose Themen, sowie Politik, Machtmissbrauch, Verlust der Heimat, Fremdenfeindlichkeit, zerschlagene Ideale und Hoffnungen, Verrat und Frauen, die sich nicht in den gesellschaftlichen Erwartungen anpassen wollten, behandeln. Dies sind alles Themen, die Christa Wolf in ihrem Leben erfahren hat und darunter leiden musste. Wolf gestaltet den Roman, sodass die Geschehnisse auch heute ereignen können. Die Integration von Christa Wolfs Erfahrung verleiht dem Roman Zeit und Zeit. Der Roman ist sehr autobiografisch geprägt, da Wolf weiß, wie es sich anfühlt, in der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden und plötzlich anders gesehen wird, als man es selbst sieht. Dies zeigt, was die Geschehnisse waren, die zur Entstehung des Werkes Medea Stimmen führten.